Die Fans vom FC St. Pauli hatten Grund zum Jubeln. Ein etwas glücklicher 1:0 Erfolg für die Hamburger, die aber selbst bei einem Unentschieden die Relegationsspiele erreichten. Da sah die Homburger Abwehr wahrlich nicht gut aus und das 0:1 im Waldstadion durch Fred Klaus bereits in der dritten Spielminute. Das war natürlich eine Überraschung für die Homburger Mannschaft und für die zahlreichen Fans, vielleicht auch für St. Pauli. Ein Auftakt nach Maß, wie man so schön sagt, für diese Mannschaft. Torschütze Fred Klaus, der natürlich gefeiert wurde. Wie reagierte der Bundesligist? Das war die Frage. Die Homburger meist in der Anfangsphase über die rechte Seite. Und es gab einige ruppige Szenen, wie hier Duwe gegen Freiler. Kurt Knoll ist das. Und dann der Ausgleich, das 1:1 nach 8 Minuten. Zunächst wurde Reinhard Brendel gefeiert, aber die Einblendung ist korrekt. Drulsen war der Torschütze und zwar war es ein Eigentor. Brendel, der Mandecker, der mit nach vorne ging, das schauen wir uns nochmal an. Hier kommt der Kopfball und von Drulsen, diesem blonden, hochaufgeschossenen Verteidiger, geht der Ball durch die Beine von Tom Forde und deshalb der Ausgleich per Eigentor. Hier sieht man das ganz deutlich, dass Brendel nicht mehr dran war, Drulsen mit dem Arm durch die Beine von Tom Ford. Beinschuss also und damit das 1:1 nach 8 Minuten. Das war also ebenfalls nach dem Wunsch der Homburger der frühe Ausgleich. In der Folgezeit die Gastgeber mit einer starken Leistung. Schiedsrichter Neuner hatte alle Hände voll zu tun, vor allem mit den Mandeckern bei St. Pauli. Und dann noch einmal ein Kopfball der Homburger. Bunzel liegt da am Boden. Tom Forde reagierte glänzend. Die Homburger in dieser Spielphase klar überlegen. St. Pauli in die Defensive gedrängt. Die Gastgeber der Bundesligist bestimmte das Geschehen von der Taktik und von den Einzelaktionen. Bunzel mit einem klugen Pass und dann Wolfgang Schäfer und ein geschickter Heber. Nach 21 Minuten die Führung für die Homburger. Riesenbegeisterung über dieses Tor von Wolfgang Schäfer, der mit einer Spritze in die Partie gegangen ist. Der hatte eine Wadenverletzung. Herrlich, wie er das macht. Über Tom Forde hinweg. Keine Rettungsmöglichkeit mehr für St. Pauli. 2:1 die Führung und verdient dieser Vorsprung für die Gastgeber. Denn Homburg war zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft. Noch einmal. Da sehen Sie, wie Drulsen an dem Ball vorbeischießt und wie dann Wolfgang Schäfer seine Möglichkeit nutzt. 2:1 die Führung und Gerd Schwickert, der Interimstrainer der Homburger, sowie Vorsitzender Geitlinger und Manfred Ohrmer, der Präsident auf der Homburger Bank, natürlich zufrieden. Man wollte ja unbedingt einen Vorsprung gegen St. Pauli haben. Und dann diese Riesenchance von Freiler. Da half der Pfosten für Tom Ford. Zu diesem Zeitpunkt die Gäste aus St. Pauli sehr nervös mit vielen Aktionen, die die Pfiffe der Zuschauer und des Schiedsrichters herausforderten. Gelbe Karte in dieser Situation für Drulsen völlig zu Recht. Das hat diese Mannschaft nicht nötig. Sie zeigte später, dass sie auch besser spielen kann, ohne die entsprechende Härte. Spiel auf ein Tor, St. Pauli kaum einmal gefährlich. Homburg gab den Ton an, wirbelte wie hier der kleine Bunzel. Zu diesem Zeitpunkt war er der Mann im Mittelfeld, der die Aktionen einleitete. Er spielte besser als in den Begegnungen zuvor, zeigte heute noch einmal, was er kann, Bunzel. Und Stickrot. Noch einmal der kleine Pole, schauen Sie, wie das Slalom läuft. Schäfer. Und Tom Forde ist da. Zu diesem Zeitpunkt hätte eigentlich der FC Homburg die Führung ausbauen müssen, ausbauen können. Die Chancen jedenfalls waren dazu da. Die Abwehr kaum gefordert. St. Pauli viel zu defensiv. Vielleicht hing das auch damit zusammen, dass die Homburger das Spiel so klar beherrschen. Roman Wojcicki für mich mit einer guten Leistung heute in diesem ersten Relegationsspiel. Stefan Jambo, Licht und Schatten in der ersten Halbzeit.
und Wolfgang Schäfer eifrig mit viel Einsatz. Eckball Jambo. Und dann ist Reinhard Brendel da. Diesmal war es auf jeden Fall. Und er macht das 3:1 und dies in der 38. Spielminute. Der Mandecker per Kopfball. Schauen wir uns nochmal die Situation an. Standardsituation, das ist eingeübt, verlängert von Stickroth. Und dann braucht Brendel nur noch eins drücken. Und da sieht jeder Torwart schlecht aus. 3:1 die Führung für die Homburger kurz vor der Pause. Weil es so schön war. Noch einmal verlängert vorne am kurzen Pfosten. Da weiß der Torwart nicht, wo er hingehen soll. Und Brendel wird gefeiert von der Mannschaft. Der Vorsprung des 3:1 zu diesem Zeitpunkt verdient. In der Folgezeit hätte das Ergebnis sogar noch höher gestaltet werden können. Uwe Freiler mit einer guten Aktion, der sich einmal gegen Duwe durchsetzte. Und das war der Pausenstand und nach dem Wechsel ein verändertes Bild. St. Pauli plötzlich aggressiver mit den besseren Möglichkeiten, wie hier in dieser Szene durch André Golke. Es hing damit zusammen, dass Franz Gerber mit mehr in die Spitze ging und das brachte die Homburger doch arg durcheinander. St. Pauli jetzt mit den besseren Möglichkeiten wie hier, Gerber. Er konnte kaum markiert werden, der Schlangenfranz, wie man ihn auch nennt. Und die Homburger hatten ihre Schwierigkeiten im Spielaufbau. Stickroth. In den letzten Begegnungen Bundesligaspielen hat er immer ein Tor gemacht. Komforde ist er. Ich weiß nicht, woran es lag, dass das Spiel der Homburger jetzt nicht mehr so lief wie Ende der ersten Halbzeit. Auf jeden Fall war der Rhythmus plötzlich dahin und St. Pauli zumindest gleichwertig. Ehrmann traut. Man versucht es meist mit Distanzschüssen wie hier, aber dies ohne Erfolg. Das Spiel jetzt offen. Jens Beermann, der eingewechselt wurde. Und da musste Klaus Scherer, der Schlussmann der Homburger, schon aufpassen. Auch hier wieder eine Aktion von Gerber. Dann noch einmal Stickroth. Kurt Knoll. Bunzoll. Er zögerte ein bisschen zu lange, sonst hätte dies das 4:1 für die Homburger sein können. Der kleine Pole aber mit einer Leistungssteigerung gegenüber den Spielen zuvor. Und dann gab es Leichtsinnigkeiten, wie das so ist. Der Rhythmus dahin, St. Pauli wurde stärker, gewann mehr Zweikämpfe und war aggressiver und das sollte sich auszahlen, zumindest in Tormöglichkeiten. Golke, schauen Sie, viel Durcheinander bei den Homburgern, auch bei diesem Schuss von Jens Beermann, auch das hätte natürlich ein Tor sein können. Pfiffe von den Rängen, weil die Homburger nicht mehr ins Spiel kamen. Sie hatten in der ersten Halbzeit vergessen, den Sack zuzumachen, wie man so schön sagt, alles klar zu machen, einen 3 oder 4 Tore Vorsprung herauszuholen. Und jetzt tat sich die Mannschaft schwer. Freiler. Und Klaus Müller, ebenfalls eingewechselt. Auch das war eine Riesenchance. Es blieb am Ende beim 3:1. Ob das reicht, das muss der Mittwoch zeigen. Ob das überhaupt das Relegationsspiel war, das muss der DFB entscheiden. Und damit mit diesem Endstand 3:1 für Homburg zurück nach Köln.